Grüß Gott, ich habe bei Yves Rocher bestellt, weil es eine Geschenkbox zurzeit gibt, so wie die DM-Box und so. Ich habe das nur von einer Abonnentin gehört, ich hatte das vorher nicht gewusst, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal ein Video darüber, weil mich das so interessiert hat, was da drin ist. Für mich ist das so schwer gewesen, da jetzt nicht reinzuschummeln, weil die das nur so in die Bestellung reingelegt haben. Und der Deckel ist ein bisschen locker, wie ihr sehen könnt, weil ich glaube, die haben da ganz schön viel rein dann. Und ja, ich mache das mit euch gemeinsam auf. Ich weiß wirklich nicht, was da drinnen ist. Wirklich nicht. Ich habe nicht reingeguckt. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe das heute auch bekommen, das Paket. Deswegen bin ich happy darüber, dass ich das jetzt gleich machen kann. Also fangen wir mal an. Oh, okay. Herzlichen Dank für Ihre Bestellung. Das ist ja süß. Ihre Box wurde mit viel Liebe zusammengestellt und wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Auspacken. Das war drinnen. Ist das nicht niedlich? Ich weiß jetzt nicht, welche ich mir bestellt habe. Es gibt drei verschiedene. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welche ich bestellt habe, aber ich kann euch das in die Infobox schreiben. Ich hoffe, ich vergesse nicht, aber ich werde euch das wahrscheinlich reinschreiben. Oh, nee. Mit dem ersten bin ich gar nicht zufrieden, was ich gekriegt habe. Oh, nee. Zitronenbasilikum, oder wie das da heißt. Lemon Basil? Nee, das hatte ich schon mal. Nee. Okay, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das riecht so wie ein Salatdressing, kennen Sie das? Ich hatte das schon mal in einem Aufgebraucht-Video. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Da bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht. So sieht das aus. Das ist jetzt die neue Verpackung. Das, was ich damals gehabt habe, war limitiert. Dann habe ich ein Glanz-Top-Coat Sofort-Effekt. Glanzloses Haar. Calendula, so ein Glanzspray für die Haare. Finde ich interessant. Habe ich. Oh, das ist sogar in zwei Phasen. Das heißt, das muss man sicher schütteln, bevor man es. Ja. Das Problem ist, ich bin so schassaugert schon, dass ich das nicht lesen kann. Da steht nur was von nicht ausspülen, aber steht jetzt nicht. Oh ja, gut schütteln. Ich habe es jetzt gerade entziffern können. Das heißt, man muss das schütteln und kann es dann aufsprühen. Bin echt gespannt. Bin wirklich. Oh, cool. Sensitiv vegetal. Eine Reinigung. Das ist ja geil. Und da, über das freue ich mich immer. Also über Reinigung freue ich mich immer. So sieht das aus. Sieht sehr, sehr interessant aus. Bin gespannt, ich finde die Verpackung immer so süß von Yves Rocher. Das macht sie schon immer. Dann habe ich noch zwei Produkte drinnen. Das war's dann. Dann ist sie leer. Eine Mascara habe ich drinnen. Ja. Ich war nie so ein Fan von Yves Rocher Mascaras. Vielleicht ändert sich das ja. Mal gucken. Das ist eine 360-Grad Mascara. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen, weil da ist diese Folie noch dran. Die lasse ich auch jetzt noch oben. Ja, finde ich interessant. Und dann ein Badezusatz. Raspberry Pfefferminz. So sieht das aus. So eine Badekapsel. Ist eine liebe Idee, das reinzutun. Die hatte ich früher nämlich so gerne, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Ja, also die Box hat 15 Euro gekostet. Das habe ich vorher sagen vergessen, ist mir gerade aufgefallen. Und mein erster Eindruck. Mein erster Eindruck, also über die Badedings freue ich mich sehr. Das Duschgel, da freue ich mich nicht drüber, aber ich werde es als Badenzusatz zwecksentfremden. Und ich zeige es meinem Bruder, vielleicht mag es mein Bruder. Ich mag es wirklich nicht. Ich habe das schon mal gehabt, ich finde das eklig. Boah, wie als würde man in... Na, ich will nicht... Also, falls ihr wissen wollt, wie ein Salat sich fühlt, braucht ihr nur das Duschgel kaufen, meiner Meinung nach. Was ich noch gut finde, ist dieses Glanzspray-Ding. Mascara, okay. Aber am allerbesten von den ganzen Sachen finde ich die Reinigung. Die finde ich bis jetzt am interessantesten von allen. Ja. Ja. Ihr könnt es mir mal schreiben, es gibt noch weitere zwei Boxen von Yves Rocher. Ich würde sie bestellen und euch zeigen. Aber ihr müsst mir schreiben, ob ihr das auch wollt. Weil wenn das nicht so ankommt, dann mache ich es vielleicht nicht mehr. Mich würde aber auch interessieren, was in den anderen beiden drin ist, danke euch ganz ehrlich. Und ja, das war's. Kurz und knackig. Aber
Ja, ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr das findet und ob ihr euch eine bestellt habt. Weil jemand hat mir damals nämlich geschrieben, dass sich jemand eine bestellt hat und gesagt, es sind gute Sachen drinnen. Deswegen habe ich mir auch jetzt eine bestellt. Und ich werde versuchen, den Namen rauszufinden und unten nochmal reinzuschreiben, welche genau das jetzt war, damit ihr das wisst. Weil ich habe, eigentlich wollte ich es mir nochmal aufschreiben, aber ich habe mal natürlich wieder vergessen. Ja. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt zu kurz war. Aber wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!